Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Wir befassen uns heute mal mit den geplanten Balance-Änderungen. Das wollte ich eigentlich schon länger machen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass es Akari bald Schmutz sein wird. Aber hier sind die Balance-Änderungen. Hallo, heute möchten wir euch eine vollständige Liste der Balance-Änderungen vorstellen, denn wir haben wieder einen neuen Schmutz gemacht, um euch alle zu ärgern. Ich weiß genau, ihr habt alles gefused und euch coole Räder zusammengeschustert und Hoverdüsen, nur um jetzt rauszufinden, dass alles wieder Dreck ist. Kein Problem, wir geben auch Feuer noch einen Buff, weil Feuer eh nicht schon super stark ist. Ja, das steht praktisch hier oben, in Rot besonders. Da steht, wir scheißen auf eure Gefühle, egal was ihr gefused habt, ihr habt bezahlt. Und ich habe auch schon wieder ein Jahr bezahlt, also muss ich damit leben. Bewegungsteile. Interaktion von Hovern mit anderen Bewegungsteilen. Die Flughöhe von Hovern wird nun reduziert, wenn andere Bewegungsteile zusammen mit ihnen verwendet werden. Mechanische Beine werden nun bei der Neuberechnung der Tragfähigkeit in einer separaten Gruppe der höchsten Bewegungsteile, in Klammern ohne Rotoren, berücksichtigt. Kommentar. Mit beiden Anpassungen erhalten Fahrzeuge mit mechanischen Beinen nur dann zusätzliche Tragfähigkeit, wenn sie sich tief genug über der Oberfläche befinden, in Klammern und nicht in jedem Fall, wie es bisher bei einer Kombination aus Beinen und Hovern der Fall war. Auf diese Weise möchten wir sicherstellen, dass die Tragfähigkeit aller Fahrzeuge durch ihre Hauptbewegungsteile bereitgestellt wird. Ja, wir waren jetzt so weit, dass wir unsere ganzen Geriederspinnen nach dem letzten tollen Nerf umgebastelt haben und uns ein paar Hover dazwischen geschnallt haben. Das hat ganz gut funktioniert, sah ein bisschen hässlich aus, aber es hat funktioniert und da wollen sie einem jetzt scheinbar auch einen Strich durch die Rechnung machen. Was echt kacke ist. Also Gerieder sehe ich jetzt nicht mehr so richtig. Keine Zukunft für Gerieder, ist keine Liebe. Irgendeiner von den Entwicklern hasst Geriedas, obwohl ein anderer Entwickler es ja mochte, sonst wären sie ja nicht reingekommen. Aber der hat wohl beim Schnickschnack-Schnuck verloren und wir dürfen jetzt alle drunter leiden, was ich echt ein bisschen hässlich finde. Änderungen bei der Steuerung von Ketten, rollenbasierten Bewegungsteilen und Schnecken. Für alle Ketten, rollenbasierte Bewegungsteile und Schnecken. Reduzierte Reibungsparameter, erhöhte Manövrierbarkeit von Fahrzeugen mit diesen Bewegungsteilen. Die Geschwindigkeit der Rotation auf der Stelle wurde geändert. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bei diesen Bewegungsteilen schnell auf den Rotationsmodus umzuschalten. Vorher war dies nur möglich, nachdem das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen war. Dazu muss die Gastaste vollständig losgelassen und nur die Drehtaste gedrückt werden. Die Federung wurde verbessert. Also für Autos ziemlich cool. Ich hoffe, ich kann dann wieder Breaker Spaß haben. Zum Glück habe ich ja auch noch gefuste Reifen und so einen Schmutz und E-Breaker und fahre auch gern Breaker Auto, was das interessant machen könnte. Und auch das mit den Ketten, das stimmt. Wenn man mit Ketten gestanden hat, hat man sich sehr schnell gedreht. Beim Fahren war es nicht so geil. Und wenn man jetzt einfach vom Gas gehen kann und schnell lenken kann, macht das Ketten sehr interessant. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt sogar ein Kettenbreaker, wir werden es sehen. Reifen-PS. Die PS aller Räder von den gewöhnlichen bis zu den spezialen Seltenheiten betragen jetzt. Gewöhnlich leicht 40, gewöhnlich mittel 50, selten leicht 60, selten mittel 70, selten schwer 80. Spezial leicht 80, spezial mittel 90, spezial schwer 100. Ja, das war eben ein bisschen undurchsichtig. Ich habe immer die Reifen, wenn ich ein kleines Auto gebaut habe, habe ich die Reifen mit der geringsten Powerscore gewählt. Was, glaube ich, die Rennreifen haben da ganz gut abgeschnitten. Ach, und diese komischen Bubble-Reifen von den Engineers, die so komisch aussehen. Die aussehen wie einfach nur ein Schlauch ohne den Mantel außenrum. Die habe ich immer gern gehabt. Ich glaube, die haben nur 60 gehabt. Aber okay, aber da ich meistens große Autos baue, sind mir die Powerscore-Änderungen relativ egal. Hier sind nochmal wichtige Änderungen, und zwar an den Strukturteilen. Sie ändern die ganzen Resistenzen an den Strukturteilen. Und die Resistenzen rücken jetzt wohl mehr in den Vordergrund. Und wenn man sich hier das anguckt bei den Dawn Children, 40 zuvor 10 gegen Feuer und 50 bis 15 gegen Energie. Also ich habe festgestellt, da war vorher, was war denn das? Wärme 20 hier.
Ich hatte hinten von den Firestarters was dran gebaut. Ich hatte vorher hinten so ein Steppenwölf-Teil dran, so ein ganz schweres, so eine Panzerplatte da groß an meine Spinne hinten. Und dann habe ich von den Firestarters so eine leichte Platte, die nur die Hälfte gewogen hat oder sogar noch weniger und viel weniger Leben hatte, aber diese 15 Wärme Haltbarkeit praktisch, also diese Resistenz gegen Feuerschaden, und habe festgestellt, dass das Ding mit der Resistenz viel länger gehalten hat. Und wenn ich jetzt hier 40 sehe, finde ich das sehr interessant, besonders zu den nächsten Änderungen, die wir bald hier noch sehen werden, werden die Dawn Children Teile, glaube ich, sehr interessant werden. Und generell sind die Resistenzen hier ziemlich hoch, was ich eigentlich ganz cool finde. Nur es macht halt das Bauen deutlich schwerer, weil man jetzt nicht nur, also Power Score lasse ich mal raus, wenn man jetzt ein kleines Auto baut, muss man natürlich auch noch auf Power Score achten, aber normalerweise hat man immer so aufs Verhältnis von Gewicht zu Leben geachtet und hat sich da so die besten Teile rausgenommen. Außer man hat die 80 Teile schon voll an der Spinne, da hat man viel schwere Teile verwendet. Aber jetzt muss man doch wahrscheinlich deutlich mehr die Resistenzen beachten. Wir lesen mal das Kommentar. Leichte Teile haben jetzt das beste Verhältnis von Haltbarkeit zu Gewicht. Je schwerer die Teile der Fraktion sind, desto schlechter ist dieses Verhältnis. Wir möchten diese Situation auf indirekte Weise korrigieren, da das gleiche Verhältnis entweder Fahrzeuge mit überwiegend leichten Teilen stark schwächen oder umgekehrt schwere Konstruktionen stark stärken kann. Je schwerer die Fraktion ist, desto höher sind die Schadensresistenzen ihrer Teile. Auf diese Weise haben leichte Teile ein gutes Verhältnis von Haltbarkeit und Bonus auf die Haltbarkeit der Kabine zu Gewicht und ungefähr die gleiche Überlebensfähigkeit gegenüber verschiedenen Schadensarten. Schwere Teile hingegen haben ein geringeres Verhältnis von Haltbarkeit zu Gewicht, sind aber besser gegen verschiedene Schadensarten gewappnet. Wobei es hier aussieht, als sind die schweren eigentlich nur gegen Schuss und Explosiv gut gewappnet. Außer die Gründerteile. Die Gründerteile sind echt krass ausbalanciert. Die haben dann überall was. Ich meine, die Gründerteile waren eh geil, weil die ein cooles Verhältnis von Gewicht zu Leben hatten. Hier diese Baggerteile da und so. Bin ich mal gespannt. Die Lupara wird um 15% reduziert. Scheinbar war die Lupara zu stark. Keine Ahnung, ich spiele nicht in so niedrigen PS. Icarus 7. Oh, jetzt wird es interessant. Erhöhte Trägheit beim Wenden. Die Geschwindigkeit von 90 auf 85. Also 90 auf 85 gehe ich voll mit, weil ich habe manchmal mit meinem Breaker, der so 116, 117 fährt, Probleme, so einem 90 fahrenden Hover hinterher zu kommen, was ich extrem seltsam finde. Es kann nicht sein, dass mein Auto dem nicht näher kommt, wenn ich viel schneller bin. Auf der Autobahn wäre ich längst vorbeigezogen, da fahre ich dem hinterher und der zerschießt mich. Finde ich sehr unkorrekt. Also gut, dass die ein bisschen langsamer sind. Trägheit beim Wenden, boah. Da bin ich mal gespannt, wie sich das bemerkbar macht. Weil ich persönlich finde, die 7er sind schon, ich fliege die ganze Zeit gerade mit den 4ern und finde, die 4er sind halt viel wendiger als die anderen. Und ich sehe schon, die 4er werden auch träge, was elend ist, zusammen mit den nächsten Sachen, die hier noch kommen. Die Erhöhung der Trägheit soll die Kurvenschärfe verringern und ein schwebendes Fahrzeug schwieriger zu kontrollieren machen. Die Verringerung der Geschwindigkeit von Icarus 7 zielt darauf ab, andere ebische Bewegungsteile konkurrenzfähiger zu machen. Finde ich nicht gut, weil ein Hover hält nicht so viel aus, der muss wendig sein. Es gibt ja immer noch die Spinnen, die auch links rechts laufen können und sehr massiv sind. Muss man gucken. Zum Glück habe ich beides. Gerida, die Reduzierung der Geschwindigkeit von 70 auf 65. Geringere Bodenhaftung, das Auto lässt sich mit diesen Beinen nun leichter schieben. Erhöhte Trägheit beim Wenden, Haltbarkeit von 450 auf 410 reduziert. Und das Kommentar ist, die Geridas haben die anderen Beine vollständig ersetzt und sind derzeit die stärksten Bewegungsteile, was kompletter Schwachsinn ist. Also Gerida sind stark, keine Frage, es fahren viele rum. Aber ich bin der Meinung, dass nur so viele Leute damit rumfahren, weil man einfach 4 Gefuste gekriegt hat und die billig waren am Anfang und jeder einfach Bock auf Geridas hatte und sich die gefused hat. Und deshalb fährt auch jeder damit rum, weil alle haben halt einfach Geridas. So ist es ja bei mir auch. Ich mag die Big Rams immer noch lieber. Und das hier finde ich schon eine Frechheit, diese Bodenhaftung. Also wenn man jetzt mit einer Gerida-Spinne mit 5.000, 6.000 Leben hat, so eine riesig fette Gerida Helios-Spinne
Und dann kommt so ein scheiß Firebug angefahren und schiebt einen. Das kann nicht sein. Der Firebug, der wiegt ein Drittel davon. Der hat eine Blight. Der kriegt nur mit dem neuen Motor lassen, ich weiß nicht mehr, ob der 12.000 drauf kriegt. Und so eine Spinne hat 25.000 Kilo und die wird jetzt schon von so einem Drecks-Firebug geschoben. Finde ich nicht gut. Dass sie ein bisschen langsamer sind, finde ich okay, weil wenn ich mit denen gekämpft habe, mit meinem Hover, mein Icarus hier, der 7er, der fliegt auch nur 75 und diese 5 km/h, die merkt man gar nicht. Wenn eine Spinne bei mir in der Nähe war, ich komme nicht weg. So eine dicke Geriederspinne, die hat mich dann verfolgt und unbarmherzig getötet. Und da finde ich es schon besser, dass man, also von der Spinne sollte man schon abhauen können, wenn man einen Hofer hat, weil man hat einfach einen Unterschied von wahrscheinlich 3000 Leben oder so. Deshalb muss man da die Wendigkeit, aber Trägheit beim Wenden, schwierig. Muss man sich angucken. ML bekommen mehr Haltbarkeit. Sehr gut. ML haben ein bisschen Diebe gebraucht. Bikrams, jawohl, die Bikram kriegen auch 10% mehr Haltbarkeit, also 60 Leben mehr. Und die Resistenz gegen Explosionsschaden um 25%. Im Vergleich zu den bereits erwähnten Geridas wiesen ML-200 und Bikram eine eher geringere eigene Überlebensfähigkeit auf und wurden häufiger in Schlachten zerstört, was wir korrigieren wollen. Finde ich okay, den Ansatz. Was ich aber blöd finde, ist, Geridas schwach machen und die anderen stark machen. Der letzte Buff, der hat die Gerida schon hart getroffen. Bei der Geschwindigkeit gehe ich auch noch mit. Aber das hier, also diese Bodenhaftung, die Trägheit und wenige Leben, das ist alles, ja, dann hast du ein träges Bein und während du dich drehst, sind deine 410 Leben weg und dir fällt das Bein schon ab. Also, nee, also hier oben gehe ich mit, das finde ich okay, dass die 65 fahren, dann sind sie genauso schnell wie die Big Rams. Ich glaube, die machen 65. Oder nur 60. Ich glaube 65. Aber die anderen finde ich zu krass. Die werden dann, die sind dann scheiße einfach. Die sind jetzt schon nicht mehr so richtig geil und danach sind sie einfach scheiße. Und das ist dann natürlich das, ja, von wegen stärkstes Dings. Ist auch Käse, aber egal. Regen wir uns nicht weiter auf, machen wir weiter. Atom, Leistungsabzug von 17 auf 15. Leistungsabzug finde ich immer gut. Ich habe zwar 4 oder 8 Atoms, aber ich benutze halt auch nicht. Ich kann mit denen genauso schlecht fahren wie mit den Omnis, also ich mag die nicht so gerne. Bigfoots kriegen einen deutlichen Lebensboost, boah, auf über 730, was ich ziemlich cool finde, weil damals, als ich mit Bigfoots rumgefahren bin, hatte ich immer das Problem, dass wenn so ein schlauer Skorpion-Typ da ist, weil die Bigfoots sind sehr groß, hat er einfach nur auf meinen Reifen geschossen und sobald ich einen Bigfoot verloren habe, der hat so viel Tragfähigkeit, dass mein Bild dann super langsam war. Und wenn ich sehe 730, weiß ich, das schafft ein Skorpion nicht mehr mit einem Schuss. Da braucht er mindestens 2 Schuss auf den Reifen, was ich ganz cool finde. Gewicht wird auch nochmal erhöht. Hätten sie jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber okay, ich verstehe. Die wollten natürlich nicht nur was Gutes, die wollten auch ein bisschen hier. Ja, die wollten sie auch noch schwerer machen. Was, ja, ist halt so. Omnis kriegen einen höheren Powerscore. Von 300, von 200, ich fand 250 eh immer ziemlich hoch, aber ich fand es auch faszinierend, dass die kleine Omni-Autos hier reingekriegt haben in den 4000 bis 7000 PS-Bereich, da waren die wohl zu effektiv, da gehören sie auch nicht wirklich hin, weil die sehr wandelbar sind, ist okay, sag ich mal. Powerscore betrifft mich eh nicht, weil ich Omnis würde ich, wenn, auf einem ganz großen Auto benutzen, dem High PS, und da ist der Powerscore sowieso egal. Im Gegenteil, da ist das sehr cool, weil man dann richtig fette Ingame-Pimmel hat, wenn man sich ein Auto mit über 20.000 PS zusammenschustern kann. Deshalb ist das nicht schlimm, das betrifft ja auch nichts spielerisch. Es ist einfach nur, die wollen, dass die hier aus dem Bereich verschwinden, aber die Leute, wenn sie es schaffen, trotzdem reinzuquetschen, weil sie Gauner sind. Kleine Gleiskette auf 95, das ist cool, von 90 auf 95. Leistungsabzug wurde von 12 auf 9% reduziert, auch sehr interessant. Kleine Gleisketten, auch sowas, was ich mir schon immer mal fusen wollte, einfach nur um sie zu haben. Bin aber nicht gern mit Ketten gefahren, aber durch diese neue Kettenmechanik, die hier reinkommt, könnte das durchaus interessant werden. Die verstärkte Gleiskette kriegt auch 5 km/h dazu und auch 5% Leistungsabzug. Also hier sind es nur 3%, aber die haben ja auch nur 12. Sleipnir wird auch, also man kann sagen, alle Ketten werden 5 km/h schneller. Genau, sogar die Goliaths.
Leibniz 85, gepanzerte von 65 auf 70, sogar 10% Leistungsabzug. Und hier bei der Panzergleiskette sogar von 55, fand ich eh sehr heftig, auf 42, genau wie ich die 70% hier geisteskrank fand bei der Goliath. 55 finde ich immer noch sehr viel, aber die halten halt auch extrem viel aus und man kann sogar noch Zeugs dran bauen. Und Goliath mit 60 ist interessant. Kommentar zu allen Ketten. Es ist die am wenigsten beliebte Klasse von Bewegungsteilen. Die Änderung erfolgt zusätzlich zu den bereits erwähnten Physik- und Steuerungsänderungen, die die Dynamik der Ketten erhöhen soll. Lass mal gucken. Catalina reduziert den Schaden aller verbauten Waffen um 15% statt bisher 17%. Wenn mit einer beliebigen Waffe Schaden verursacht wird, erhöht sich der maximale Schaden der Waffe um 7% statt bisher 8%. Der Effekt des Perks stapelt sich maximal alle 4,5 Sekunden statt bisher 4. Hohe Effizienz und Vielseitigkeit des Perks. Der Schaden der Waffe ist nun höher als zuvor, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem 3 Stapel des Perks akkumuliert sind. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Bonus 3-mal zusammengefasst wird. Danach wird der Gesamtschaden im Vergleich zu dem, was er vor der Änderung war, niedriger sein. Außerdem wird die Akkumulation des Bonusschadens etwas länger dauern. Ja. Ich verstehe diese Erklärung mit dem 3-mal nicht. Also vorher war es so 8% und 17%. Also ich habe 17% weniger. Ich mache den Schaden, kriege 8% dazu, mache nochmal den Schaden, habe ich 16%, bin ich noch 1% im Minus. Ach ja, und ab der dritten bin ich dann bei 24%. Das heißt, ab da habe ich 7% plus und dann immer weiter. Und jetzt habe ich 15, mit der dritten Ladung habe ich 21 und dann geht es halt bis auf 70% hoch und vorher ging es halt bis 80% hoch, weil der stapelt sich ja 10-mal. Ist immer noch okay. Ich verstehe nur nicht, danach wird der Gesamtschaden im Vergleich zu dem, was er vor der Änderung war, niedriger sein. Ja, ist ja logisch. Wenn so 70 statt 80% am Ende, das hätten wir auch einfacher sagen können. Blight, jetzt wird's interessant. Der Perk fügt nun auch 0,5% zur Hitzestufe der Teile von Flammenwaffen hinzu. Die zum Aufladen des Perks erforderliche Entfernung wurde von 500 auf 300 Meter reduziert. Der Schadensbonus des Perks wurde von 35 auf 20% reduziert. Kommentar: Mit dieser Änderung möchten wir den Status der Kabine als alternativlose Kabine für Flammenwerfer aufheben. Vor allem aufgrund des hohen Bonus auf den Feuerschaden. Im Gegenzug erhöht der Perk nun zusätzlich die Erhitzung von Teilen. Bitte beachtet, dass 0,5% auf die Erhitzung bedeutet, dass ein Flammenwerfer, der ein Teil um 0,5% erwärmt, wenn er ihm nur einmal Schaden zufügt, es in der gleichen Zeit um 1% erwärmt, wenn er den Blight-Perk hat. Wir haben auch den Schaden von Flammenwerfern erhöht, sodass ihr Schaden gleich bleibt, wenn sie von dem Kabinenperk betroffen sind. Der natürlich Flammenwerfer gebufft. Klasse. Ja, da kommen wir gleich dazu, wenn wir bei den Flammenwerfern sind. Das ist nämlich echt Augenwischerei. Also Flammenwerfer sind saustark gegen Hover. Das ist Steinschere-Papier-Prinzip. Hast einen Hover, ist er geil. Kommt ein Flammenwerfer, hast du Pech. Und jetzt die Hover stark schwächen und den Flammenwerfer. Ich finde, die buffen den Flammenwerfer sogar auch noch, aber wir gehen gleich nochmal drauf ein. Cerberus, zusätzlicher Perk. Während die in der Kabine eingebaute Nahkampfwaffe aktiv ist, wird der Schaden der anderen am Fahrzeug montierten Sägen um 25% erhöht. Und die fahren jetzt schon alle mit Tormentor rum. Und dann nochmal 25% extra. Oh, gestern ist auch wieder so ein Tormentor von hinten durch meinen Hover gefegt. Mit so einem Drecksauto, so einem Drecks 10.000 PS Auto gegen meinen 18.000 PS Hobel. Und er ist einfach nur vorbeigefahren und ich war schon fast zerhälftet. Also ich hing richtig mies in den Seilen. Fahren alle nur noch Tormentor und Flammenwerfer. Oder die Beine, so eine riesige Spinne und da fährt so ein Drecks-Tormentor-Auto vorbei mit kleinen stinkenden Zerfleischern drauf und sägt ihm einfach so die Beine durch. Das ist, ja okay, gib den Buff, alles gut. Icebox, der Schadensbonus für Waffen mit begrenzten Richtwinkeln wurde von 15% auf 20% erhöht. Ein Bonus von 40% auf die Rotationsgeschwindigkeit solcher Waffen wurde hinzugefügt. Ja, die Nachfrage der Kabine unter den Spielern ist gering. Warum? Sie ist langsam und ist eigentlich nur wirklich effektiv
mit sowas wie, ja, so Taifun oder Tsunamis war die immer ganz gut, die Icebox. Ich würde sagen, beim Helikon kann man sie auch benutzen. Zählt auch als Gerichte, der mit begrenzt, ja, obwohl, ich weiß nicht, ob begrenzter Winkel zählt. Aber bei dem Fahrer steht das auch dabei, bei dem einen Fahrer, ich glaube bei Atitlan, da steht auch dabei, Waffen mit begrenztem Winkel. Funktioniert aber auch bei Walz und Helikon, also denke ich mal, ist hier genauso. Hugin, Leistung um 9% reduziert, das Gewicht wurde von 2202 auf 2720 erhöht, also 500 Kilo extra. Dafür wurde aber das Maximalgewicht um 600 erhöht. Also geht ein bisschen mehr dran. Wobei sind nur eigentlich 80 Kilo mehr, weil das sind ja von 2202 auf 2220. Können wir 82 Kilo mehr mitnehmen als vorher. Aber die bisherigen Parameter der Hugin erlaubten es, auf seiner Basis Fahrzeuge zu bauen, die für relativ niedrige PS-Indikatoren zu mobil und robust waren. Ja, jetzt kriegt man natürlich mehr PS, wenn man das ausfüllen will hier. Was bei den großen Autos keinen Unterschied macht, bei den kleinen, aber was okay ist. Sie sollten nicht so die kleinen mit so einer Kabine peinigen. Yokai wird um 12% erhöht. Oh Gott. Yokai ist absolute Dreckswaffe und wird jetzt wieder interessant. Zum Glück habe ich zwei. Mal gucken. Das war ein richtig hässlicher Hoverjäger. Weil du schießt einfach unter den drunter und den zerreißt den kompletten Hover. Selbst Spinnen wurden teilweise davon zerlegt. Quasar. Quasar hat jetzt einen zusätzlichen Trefferschaden von 65 Punkten und 50% Durchschlagskraft. Die Haltbarkeit wird auch um 43 erhöht. Okay. Akari. Das ist tragisch. Der Effekt des Perks verursacht jetzt nur noch an Strukturteilen Schaden. Der Schaden wurde von 0,6 auf 1,2 erhöht. Die Haltbarkeit des Teils, nach der kein Schaden mehr zugefügt wird, wurde von 25% auf 10% reduziert. Also man kann alle Strukturteile bis auf 10% runterballern, aber dafür macht man halt an Modulen, Kabine, Bewegungsteilen und Waffen keinen Schaden mehr, was ja doch die Effektivität der Akari deutlich einschränkt. Der Kommentar besagt es auch. Akari ist eine äußerst effektive Waffe, die recht einfach zu benutzen ist. Nach den Änderungen wird die Balliste weiterhin gegen starke Fahrzeuge wirksam sein, was die Schwächung der Panzerung angeht. Aber sie wird nicht mehr deren wichtige Teile, Kabine, Module, Bewegungsteile und Waffen angreifen. Ja, das war halt tragisch, gell? Ich habe auch die Gegner gern akarisiert. Gerade wenn es so Mastodon-Spinnen waren, war das echt cool, weil es sind viele Mastodon-Spinnen unterwegs. Und dann habe ich denen so 3 bis 4 Akaris reingebolzt und dann habe ich denen einfach die Mastos runtergeschossen mit meinen 2 Punishern. Das war sehr köstlich. Dafür kriegen die scheiß Payer endlich mal einen Nerf. Ich hasse Payer. Ich hasse alle Lenkraketen. Ich habe es mal kurz ausgetestet. Richtiger Schmutz. Für Loser, die gar nichts können, ist das gut. Und deshalb finde ich super, dass die nur noch 200 Meter fliegen, weil das ist Dreck. Ich hasse den Scheiß. Piepst die ganze Zeit. Ich finde, das können sie komplett wegnerven. Ich hasse es einfach. Remedy, 13% Schaden. Und das gibt's für alle Flammenwerfer. Der Schaden von Flammenwerfern wurde aufgrund von Änderungen an der Bleitkabine erhöht. Ja, toll. Als wenn Flammenwerfer nicht stark genug wären. Das hier ist sehr tragisch für Leute, die sich jetzt in den Battle Pass einen zweiten Flock geholt haben. Weil der Flock hatte halt richtig geiles Verhältnis von, ich glaube, 50 bis 60 Kilo. Und dann hat er eine Haltbarkeit von 105 gehabt, beziehungsweise der Gefuste sogar 120. Also. Und da haben sich einige Leute einen zweiten Gefusten geholt, einfach um den als Panzerung hinzusetzen. Und jetzt sind die halt voll gefickt, weil der nur noch 41 hat. Brutal. Widerstand gegen Explosionsschaden erhöht sich. Munition von 50 auf 60, benutzt eh keiner zum Abwehr. Alle haben es als Panzerung benutzt. Die aktive Reichweite von 9 auf 10 Meter. Es ist kein Geheimnis, dass die Flock oft nicht für ihren eigentlichen Zweck verwendet wurde, sondern als gute Option für die Panzerung eines Fahrzeugs. Mit diesen Änderungen erhöhen wir die Effektivität gegen Zielsuchraketen, entfernen aber den Panzerungsstatus, für den dieses Teil von vornherein nicht gedacht war. Ja, denn was macht ihr dann so ein Scheißteil rein? Das ist echt elend, weil ich weiß, es haben sich einige einen zweiten Flock geholt und das ist für ihre sauer verdienten Dinge da, wo sie sich eine gefuste Waffe hätten holen können. Und jetzt haben sie die Leute mal richtig hier aber ohne Creme herangenommen. Das ist echt super uncool.
So ein Scheiß muss man doch wissen. Wenn man so ein Kackspiel seit 7 Jahren programmiert, dann weiß man doch, wenn ich ein Teil rausbringe, wie der Wakidate damals, das mehr Haltbarkeit als Gewicht hat und dann auch noch doppelt so viel Haltbarkeit wie Gewicht. Ist so logisch, dass die Leute es als Panzerung benutzen. Und das dann so dilettantisch rauszupatchen, ich meine, ich habe Glück, ich war kurz davor, mir auch noch eins zu holen. Ich hätte mich richtig aufgeregt. Jetzt kann ich mir irgendeine Waffe aussuchen. Aber das ist Schmutz gewesen hier. Das ist wirklich das Letzte. Tiersus kriegt 8% Schaden und die Anzahl der Ladungen wird von 7 auf 10 erhöht. Das ist gut. Die Tiersus ist kacke und die hatten ein bisschen Liebe verdient. Genau wie die Starfall fand ich auch echt super schwach. Aber mit 10% extra plus 43 Leben mehr könnte die echt interessant sein. Weil was an der Tiersus ist, die hält viel aus. Die Bots sind damit ganz schön eklig. Die ist so schwer runterzuschießen. Und die Bots machen immer Kabinenschaden. Also ist eine ganz gute Waffe, aber war im Vergleich. Ich habe die immer mit der Kaiju verglichen. Und Kaiju fand ich dann viel besser. Dass beide so große Riesenwaffen sind, die ewig viel Energie verbrauchen. Die Dorf. Die haben wir ja auch mal ausprobiert. Ich fand sie auch elend. Von 7 auf 6 Punkte. Damit sinkt auch der Powerscore. Und der Schaden um 25% erhöht. Bin ich mal gespannt. Aber so hässlich, wie die geschossen hat, habe ich gedacht, da muss er wenigstens richtig viel Schaden machen. Und das hatte sie nicht. Also bin ich gespannt. R1 Heather. Die Heather kriegt einen brutalen Nerf auf die Abklingzeit. Was echt. Also das ist ja schon fast Dings hier Level von der dicken Kanone da. Fast Avalanche Level. Und Projektilgeschwindigkeit um 10% verringert. Heather ist wesentlich effektiver als die Mandrake, die das nächste Analogon der gleichen Seltenheit ist. Das stimmt, aber die Mandrake ist auch einfach scheiße. Deshalb kann man die Mandrake hier nicht als Maßstab nehmen. Mandrake, die Nachladezeit wurde von 1 Sekunde auf 0,3 Sekunden. Die Mandrake schießt jetzt richtig schnell. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt Mandrakes sehen. Assembler, die Aufladezeit von 2 auf 1 Sekunde, die Nachladezeit von 0,2 auf 1,45. Es soll den Schaden pro Sekunde erhöhen, laut Kommentar, aber ich weiß nicht, ich würde sagen, die Assembler ist immer noch kacke. Pulsar, zusätzlicher Trefferschaden, 78 Punkte und 50% Durchschlagskraft. Außerdem die Haltbarkeit ordentlich erhöht, umso fuffi. Die sind halt sehr groß und sind leicht runterzuschießen. Keine Ahnung. Hurricane. Jawohl, Hurricane. Auch Reichweite. Weg mit euch. Scheiß Hurricane. Draco auch 13%. Yokozuna von 65 auf 67 und das Gewicht um 1000 Kilo reduziert. Die Yokozuna ist bei weitem nicht die beliebteste legendäre Kabine. Mit diesen Änderungen entwickeln wir die ursprüngliche Idee als Kabine für robuste und relativ schnelle, schwere Fahrzeuge weiter. Relativ schnell. Und ihr erhöht die um 2 km/h auf so ein dämliches wie 67. Die Yokozuna ist einfach eine Scheißkabine. Die nimmt man nur, wenn man sie zufällig rumliegen hat und nichts anderes hat. Dann nimmt man vielleicht mal einen Yokozuna her. Aber ich habe die noch nie benutzt. Ich habe die damals im Battle Pass gefused gekriegt. Die ist kacke. Der Perk ist scheiße. Und die Kabine auch. Feier hin, lieber den Perk ändern sollen. Das mit dem, dass die anderen dann, die kriegen ja so eine Drohne, dass die irgendwie ein bisschen schneller fahren. Für was? Mist. Firebug 13, ja. Alle Feuer um 13% erhöht. Beifahrer Grizzly. Oh, das sind Grizzly antasten. Das finde ich ein bisschen uncool, weil das so der Grizzly ist der coole Typ, den man immer, wenn man nicht weiß, welchen Fahrer immer reinmachen soll, haut man sich einen Grizzly rein. Der funktioniert halt immer. Das Talent wird nun nach 2 Treffern auf die Kabine aktiviert, statt wie bisher nach 3 Treffern auf beliebige Teile des Fahrzeugs. Der Effekt hält 6 Sekunden an, statt bisher 4 Sekunden. Gut, der Perk von Grizzly war cool, diese, ich glaube, 20% Verteidigung oder so. Und man musste einfach nur getroffen werden. Das heißt, faktisch war der Grizzly-Perk immer an, wenn man im Kampf war. Er hält jetzt 6 Sekunden. Ich denke mal, die Kabine wird auch getroffen. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt nur so. Meistens zielt man ja schon auf die Kabine. Wobei, es kommt drauf an, wenn man die Waffen wegschießen will, zielt man natürlich auf die Waffen. Aber da die Waffen oftmals in der Nähe von der Kabine angebracht sind, geht immer ein Streifschuss auf die Kabine. Ich denke mal, das schadet dem Grizzly nicht. Das ist immer noch
ist das effektivste und am einfachsten zu benutzendste Talent der Beifahrer. Ja, es ist aber auch ein Verteidigungs. Die schreiben das zwar hier so, effektivste und am einfachsten zu benutzende, aber es ist halt auch ein Verteidigungsding. Es ist einfach nur, dass man mehr aushält. Es gibt keinen Schaden oder so dazu. Deshalb ist es auch okay, dass es einfach zu benutzen ist. Aber als effektivstes würde ich es nicht bezeichnen. Das kommt stark drauf an, wenn man zum Beispiel mit Telekon oder so spielt oder Walz, da ist der Attitlan viel besser. Der macht direkt mehr Schaden, mehr Explosionsradius. Ja. Aber die schreiben ja auch, dass die Geridas mit Abstand die beliebtesten Beine sind. Und ich bin überzeugt, einfach nur, weil jeder halt Geridas hat. Gerade die Leute, die vorher nur Autos gefahren sind und so, die dann gedacht haben, komm, jetzt habe ich schon mal 2 gefustet durch den Battle Pass gekriegt, da kaufe ich mir noch 4 und dann fahre ich mit einer Spinne rum. Die waren halt gerade in Mode. Und man muss dazu sagen, die ML-Beine waren kacke und die einzige Alternative waren im Prinzip die Big Rams. Und ich mochte die Big Rams immer noch sehr gern. Gut, muss ich mal gucken, ob ich jetzt mit Ketten rumfahre. Was halt hart ist, Feuer, wie gesagt, fand ich immer schon sehr stark. Also wenn ich jetzt mit Havel rumfliege, habe ich ein großes Problem mit Feuer. Mit meiner Spinne, die 5000 Leben hat und Bikrams, keine Geridas drauf, finde ich es auch eine Frechheit, dass man einen Firebug da so komisch rumschieben kann, obwohl ich 3-mal so viel wiege wie der und dass er mich wegbrennt in der 3 Firebugs. Weil irgendwie so eine 5000 Lebensspinne, wenn ich den Face-to-Face eingeklemmt habe, dann muss ich den eigentlich killen können. Der darf nicht mit dem Feuer ein Hover knacken, ganz easy, eine Spinne knacken. Und Autos auch, mein Breaker-Auto wird auch von der Spinne verbrannt, wenn ich es nicht schaffe, vom Feuer verbrannt. Wenn ich face-to-face dran bin, habe ich praktisch keine Chance gegen Feuer. Und deshalb finde ich es krass. Feuer wird. Oder besser gesagt, Feuer bleibt die Meta. Also es gibt schon Clans, die spielen Top 10. Alle mit Feuer, die werden sich jetzt freuen. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem Breaker dann wieder auftrumpfen kann. Ich hoffe, wenn die Reifen da besser sind. Müssen es angucken. Viele Änderungen. Und man muss gucken, wie die dann drin sind. Wie das mit den ganzen Resistenzen hier ist. Welche Builds kommen werden. Die Builds werden sich ändern. Das wird sich alles total ändern. Und da muss man mal gucken. Ich meine, gut, vielleicht kriege ich es auch hin, hier die ganzen Dawn-Children-Teile drumherum zu bauen. Und Feuer hat dann einfach gar keine Chance mehr, weil ich das Gefühl hatte, dass das viel mehr als 10% Resistenz gebracht hat. Wenn ich das hiermit vergleiche, dieses Steppenwolf-Teil, können wir zurückgehen. Gehen wir ins Spiel. Oh. So, ich zeige euch mal kurz das Teil. Ich zeige euch, was ich gemeint habe. Und vielleicht ist man ja dann auch, keine Ahnung, unverwundbar gegen Feuer. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, Feuer wird immer noch extrem stark sein. Vielleicht sogar das Stärkste, was wir hier sehen aktuell. Diese Platte hier hinten. Da habe ich das Minivan-Pedal mit 15% Feuerabwehr. Und da hatte ich vorher hier so ein Ding dran oder so. Entweder war es die große MTW-Platte oder sogar was Größeres. Ich weiß nicht. Große Baugrube. Ich glaube, es war hier die MTW-Platte. Die hatte ich hinten. Die war hier so dran. Oder das Ding. So ein MTW-Dachteil. Das könnte es auch gewesen sein. Irgendwie so was ganz Schweres auf jeden Fall. Das hatte ich hinten dran. Und es hat 141 Leben. Und das hier hat 82 Leben. Und das Ding hat länger gehalten. Also irgendwas ist mit den Resistenzen da. Das müsst ihr eigentlich 15%. Sag ich mal, das hat jetzt 80 Leben. Dann hat das 8 dazu, sind 90 Leben plus die 5. 94, 96, 94, nee, 94, 94. Dann hat das 94 Leben. Dann hat das hier immer noch 50 Leben mehr. Und trotzdem hat das länger gehalten. Also das ist anders mit den Resistenzen. Und da muss man mal gucken. Vielleicht kriege ich sie doch vorher fest dann. Nee, habe ich sogar noch die Gedenkketten vorne dran. Aber es sind sehr viele Änderungen. Sehr viele. Schreibt mal drunter, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ach so eine Scheiße. Oder ob ihr sagt, ist mir scheißegal. Ich habe alles gefused im Lager drin. Was kommt, kommt. Ich baue mir es einfach. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich kein Feuer mehr hatte. Ich hatte ja auch mal Dracos. Ich meine, gut, ihr könnt mir auch 3 Dracos besorgen, aber ich finde Feuer halt auch so. Kein Bock mehr.
Feuer war mein erste gute CW-Bild, als ich noch nichts hatte, als ich nur Cyclones hatte. Und ja, die Hammerfall waren auch okay, aber als ich dann 3 Dracos hatte, das ging richtig ab. Könnt ihr ja gucken in den alten Videos, wo ich mit Feuer gefahren bin. Das war schon sehr geil. Aber ich hatte dann Breaker und finde auch Feuer so ein absoluter No-Brainer. So klar, als Nahkämpfer muss, ist mir sehr wichtig das Timing. Man darf nicht einfach so reinfahren, so ganz 100% No-Brain ist auch nicht. Aber wenn es losgeht, dann ist es ein Selbstläufer. Also ihr schickt zum Beispiel so einen fetten Typ wie mich hier mit der Spinne, der fährt so rein. Der geht so ran, der rammt hier einfach ein, dann wird er von allen beschossen und dann kommt ihr als Feuertyp hier von der Seite rum, wird fahrt durch und brennt einfach einen weg. Ihr müsst nur warten, dass eure Kollegen auch in der Nähe sind, dass ihr nicht alleine reinfahrt und das war halt absolut easy so. Und es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, es war mir zu stumpf so, Feuer. War jetzt gestern beim Clanboar, haben wir es geschafft, den einen Clan, der nur mit Feuer fährt, die ganze Zeit Platz zu machen, auch 3-mal haben wir so besiegt. Das war cool, ich habe mit der Spinne, ich habe sogar mit dem Hover mal hingekriegt. Muss mal gucken, ich denke, die werden dann stärker werden. Aber wir hatten halt auch einen dabei mit Porks und wissen auch, wie wir gegen die spielen müssen, weil wir halt sehr oft gegen die ran müssen. Aber die schaffen es immer easy in die Top 20, indem die einfach nur mit 4 Feuer drauf fahren. Deshalb, Feuer war super stark. Jetzt die Geridas nochmal buffen. Gut, es waren trotzdem... Waren diese Gerida-Spinnen ja, das sieht man halt schon viel. Ich meine, mich persönlich, also ärgere ich mich überhaupt, mich betrifft es eigentlich gar nicht so. Ich bin kaum mit Geridas gefahren. Ich habe immer nur hier meine grobmotorische Spinne, weil ich ziemlich früh gelernt habe, wo die alle mit Geridas kamen. Wenn so eine Mastodon-Spinne kommt, ich krabbel der einfach so drauf und schieße die leer so. Ich mache es einfach auf die Grobmotor-Taktik und lenke den dann ab und dann kriege ich auch einen Mastodon ziemlich leicht leer, weil der heizt sich dann selber die Waffen auf, dann läuft er so panisch hin und her und ich komme einfach so an. Und ich sterbe dann eigentlich nur, wenn es 2 bis 3 schaffen, auf mich zu schießen. Ansonsten kriege ich den entwaffnet und deshalb bin ich meiner Bikram-Spinne treu. Und sagt den anderen auch immer, macht ihr euch nicht einfach so eine fette Bikram-Spinne. Scheiß drauf, die Gerida. Hätten sie es mal gemacht, wären nicht so viele Leute mit Gerida rumgefahren. Und es gibt vielleicht gar keinen Nerf. Und alle werden glücklich, gell? Ihr müsst ein bisschen variieren. So. Stay true. Macht die coolen Sachen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.